Na ja, schon gut, hab verstanden. Da siehst du's, dass ich in das Dorf gehöre und nicht in den Wald. Unsinn. Warte, Puschel. Hm? Jetzt weiß ich, warum es nicht funktioniert hat. Mit so einem Schwanz kann man nicht fliegen. Wieso? Was ist damit? Die Haare sind schmutzig und kleben aneinander. Wenn ich deinen Schwanz tragen soll, muss er sauber sein, damit er sich öffnet. Wir Eichhörnchen müssen unseren Schwanz immer sauber halten. So und so. Das kitzelt. So, ich glaube, jetzt müsste es funktionieren. Versuch es gleich mal. Nein, nein, der geht noch lange nicht. Der muss noch viel sauberer sein. Mich kannst du nicht bemogeln. Du willst dich nur drücken. Auf den Baum, aber marsch! Schwänze sind eine ganz wunderbare Erfindung. Und die Erfindung sollten wir feiern. Indem wir jetzt alle mal ganz kräftig mit unseren Schwänzen wedeln. Ja, das machen wir. Es geht doch nichts über ein fröhliches Schwanzwedeln, oder? Den Anfang aber machen wir mit einem Film, der vor allem für die Jungs interessant sein könnte. Wir klären nämlich, wie man eine ungewollte Erektion elegant verbergen kann. Kann auch für Mädchen interessant sein. Ja? Und dann verstehen wir vielleicht auch mal, warum Jungs immer so komisch stehen. Muss ich mich jetzt gegen Tetanus impfen lassen? Nein. Okay. Beim Einkaufen. Oh, hoppla. In der Schule, während man das erste Mal das Mädchen seiner Träume küsst, das sind nur ein paar Situationen, in denen man am liebsten eine Erektion unauffällig verstecken möchte. Keine Panik, da lässt sich was machen. Verstecken mit Hilfe einer angepassten Körperhaltung. Wenn man im Sitzen von einer Erektion überrascht wird, ist das Beste, was man tun kann, sitzen bleiben. Ja, auch in der Schule. Gibt es keinen Tisch, der einem Deckung gibt, heißt die Devise: entspannt nach vorne lehnen. Jede peinliche Beule lässt sich so einfach verbergen. Aber auch die Beine zu überkreuzen hilft. Doch auch ohne Sitzgelegenheit lässt sich eine Erektion lässig durchstehen. Ist das Bein angewinkelt, kann der Penis parallel zum Oberschenkel liegen, stehen. Und die Erektion wird für nichtsahnende Betrachter... Hey Maxi, wieso versteckst du dich? Ich verstecke mich nicht. Ich hab mich hier nur verkrochen, damit niemand meinen Schwanz sieht. Fehlt deinem Schwanz irgendwas? Dem fehlt nichts. Aber es gibt auch nichts, was er wirklich gut drauf hat. Und die anderen Schwänze könnten sogar im Zirkus auftreten. Während meiner einfach nur so herumhängt. Max, jeder Schwanz ist auf seine Weise hervorragend. Meiner leider nicht. Oh,